Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing New Leaf. Beim letzten Mal haben wir halt Animal Crossing New Leaf gespielt. Ich glaube, das mit diesem beim letzten Mal lasse ich hier bei Animal Crossing, weil wir halt... Es ist halt Animal Crossing. So, wir schauen jetzt mal im Blumenladen nach. Das wollten wir beim letzten Mal schon machen. Und... der hat eine Axt jetzt natürlich heute. Super. Wirklich schöne Blumen. Außerdem bin ich noch... Muss ich mal ganz ehrlich gestehen. Manchmal vergesse ich einfach, dass ich aufnehme und vergesse einfach komplett irgendetwas vorzulesen. Ich verkaufe Blumen, viele Blumen. Hallo. Ich mache immer so, was er davor gesagt hat. Außerdem biete ich noch Setzlinge, Ausrüstung und vieles mehr an. Also setz dich einfach um. Sieh dich einfach um. Genau. Und hol uns halt nur die Axt. Mal sehen, was haben wir da? Eine Axt. Dafür nehme ich... 400 Sternis. Kommen ins Geschäft? Ja, okay. Juhu, danke. Alles klar, Axt. Gut, damit können wir Bäume abhacken. Doof gelaufen. Kann man nur sagen. Ich hätte es gerne schön die anderen Bäume angepflanzt. Ich muss mir vor allem etwas überlegen, wo ich was hinpacke. Ich muss da so ein bisschen gucken, wie wir das alles so machen, dass es auch ein bisschen schön aussieht. Hi, grüß dich, willkommen in unserer Schneiderei. Ach, hier ist Roland. Was geht ab? Oh, bist du das richtig? Ich weiß nicht mehr sehen. Das hat sich kaum verändert. Dankeschön. Komm, ich muss ein bisschen mit dir reden. Was gibt's Neues? Bei uns Klamotten ist Freiheit wichtig. Sportler sollten sich ihre Sachen bewegen können, Kumpel. Wollen wir nochmal mit dir reden? Nee, das war mein Doppelgänger, hast du recht. Oh, was haben denn bloß die Abteile mit Sportklamotten? Mit dem Anti-Schwitzstoff? Keine Ahnung. Jo, was geht bei dir ab? Ich bin gerade beschäftigt. Und nochmal. Alles klar. Wir haben immer... Eine Flammenhose, wie ruckig. 360 Sternis. Zeig die mal. Sie ist hinreißend aus. Ich weiß nicht. Nee, so schön ist sie nicht. Nee, behalte ich mal hier den Scheiß. Behalte mal hier deinen Scheiß. Nö. Turban. Was ist das denn? Ich habe natürlich mal einen Turban. Ja, das sehe ich auch. Orien-Outfit. Also gut sieht das gar nicht aus, ne? Nö. Und du? Ja, sieh eine Schlappperücke. Zeig mal. Nee. Gottes Willen. Nee. Nee. Pilotenbrille, was bist du? Cyberhelm. Anprobieren. Uiuiui. Sieht sehr gewagt aus. Ja, das stimmt. Gewagt, ja, aber nee. 1800 Sternis für den Scheiß? Behalt deinen Scheiß. Bitte. War gerne hier und hab nichts gekauft. Macht mir auch sehr viel Spaß. Meine Scheiße. Auch nichts Schönes. Gut. Stepp und Nepp. Mal hier rein. Was geht bei euch so ab, Bros? Ich weiß gar nicht, Hab ich nicht schon eine Angel? Mal gucken jetzt. Geschenke entfernen. Da ist die Angel. Da ist die, sowas. Lesen. Willkommen zu Agamemnides schönen Hauses. Alle Mitglieder besitzen die Benutzerbefugnisse für das AS. Die Muster dafür freuen uns auf ihren Besuch. Okay, alles klar. Zeig mal die Tapete hier. Achso, Geschenkpapier ist das. Okay, nee. Lass mal stecken. Und tatsächlich finde ich die Fackel hier richtig cool. 1000 Sterni. Na komm nicht mit. Den Fackelständer finde ich cool. Dankeschön. Ich muss sagen, der ist cool. Gefällt mir. Aber ich habe auch schon fast alle Items jetzt, ne? Bis auf die Gießkanne. Lass mal hier so eine Reihe machen. Pfötchentapete, Westernhemd, Fackelständer, Schnauzbart. Okay, haben wir nachher auch ein bisschen was zu verkaufen. Denn wir brauchen ja immer noch ein bisschen Geld. Ne, das wissen wir ja. Aber ohne Gießkanne kann ich immer noch nichts anpflanzen. Das ist so ein bisschen störend gerade für mich.
Little bit ist das tatsächlich störend. Ja, doch. Hier, mit dir muss ich, glaube ich, auch nochmal reden. Es geht ab. Jetzt sieht die ja gerade... Ich vergesse es immer, was vorzulesen. Tut mir leid. Das Wetter bietet sich ja für einen Spaziergang, wenn sie die ja gerade zu antrampeln. Tja, wolltest du mir etwas Bestimmtes? Wie läuft's bei dir, alles klar? Oh, kann ich mal was fragen? Komm, was habe ich mir erst vor kurzem gekauft? Gefällt es dir? Schon? Ist schon gut. Findest du also in Ordnung? Das ist schön. Trage es weiter mit Stolz. Hihi. Weißt du was? Ich hatte mir sogar zwei neue Outfits gekauft. Behalte du doch eins hier als Einzugsgeschenk. Komm, das sieht doch ganz gut aus, oder? Komm, die Blume. Ist hübsch. Das sieht es wirklich ausgefallen, oder nicht? Aber das sieht ganz bestimmt richtig. Berühre das mit deinen Tasten, halt zu sehen, sieht das Jogging-Shirt. Wie kannst du das Anziehen auswählen? Jogging-Shirt. Zeig mal das Jogging-Shirt. Das passt ja, wenn du bestimmt zu meinem Jogging-Anzug jetzt gerade, ne? Ist das das Jogging-Shirt? Alter Schwede. Nee, es ist gar nicht mal so hübsch. Es tut mir leid. Bei dir alles fit? Hallihallo, Ricky. Hallihallo, Hallöchen. Was wolltest du nochmal? Plaudern wir. Sag mal, wohnst du denn eigentlich, Ricky? Da drüben. Echt? Drüben gefällt es mir auch am besten. Olé. Wenn mich jetzt die Adresse weiß, kann ich dir einen Brief schicken. Oder kannst mir aber einen Brief schicken, Ricky. Wie wär's? Briefpapier kriegst du im Laden und Einkaufsmeile. Abschicken kannst du Brief im Postamt. Oder oben ist ein Affe. Kriege ich... halt, eine wichtige Sache noch. Ich zeige dir Brief, die ich kriege. Keine anderen Leute. Das schickt mir keine Liebesbriefe. So was Persönliches. Olé, olé. Okay, ist klar. Da oben ist ein Affe. Der ist neu. Uta. Ah, hatte ich noch nicht gedacht, dass du dich noch irgendwann hier herbequemst. Ja, ja. Ich beobachte dich schon eine ganze Weile, Ricky. Ich wohne ja hier nicht erst seit gestern. Aber hey, kein böses Blut. Ist doch toll, dass wir uns endlich offiziell kennenlernen. Ich bin Uta. Hallo, Uta. Siehst du ein bisschen aus wie Blocky. Ricky, guck nicht so schräg. Maki Maki. Ach du Scheiße. Was gibt's Neues? Was denkst du? Ich habe mein ultimatives Girly-Outfit an. Sehe ich nicht furchtbar putzig aus? Ich trage das nicht freiwillig. Aber irgendwie steht mir doch total gut, Maki Maki. Das ist schon nicht schlecht. Ricky, guck dir nicht so schräg. Ah, das ist auch mal gleich. Zeit zum Tratschen. Oh, es war ja was. Smeralda, die Wahrsagerin, ist heute in der Stadt. Also, ich muss sie sehen. Kristallkugeln und Tarotkarten finde ich voll dufte. Und Smeralda ist voll geheimnisvoll. Die rockt einfach. Wenn du das sagst, wird das schon stimmen. Wer wohnt denn hier? Hier wohnt Uta. Die wohnt direkt unter mir. Alles klar. Ich glaube, ich habe auch jetzt schon fast mit allen gesprochen, oder? Und hier... Lisa, nee, mit Elisa. Doch. Elisa ist der Elefant, ne? Ich glaube tatsächlich, ich habe schon mit allen jetzt gesprochen. Müsste ich eigentlich, ja. Ich müsste, glaube ich, auch mit allen gesprochen haben. Wer wohnt denn hier? Grisha, nee, mit Grisha habe ich bestimmt noch nicht... Nein, mit Grisha habe ich noch nicht gesprochen. Okay, alles klar. Gehen wir mal rein und sagen Grisha Hallo. Alter, guckst du unfreundlich. Wer haben wir denn da? Du bist Ricky, oder? Was solltest du auch sein? Ich bin Grisha. Ich bin vor ungefähr 2 Wochen hergezogen. Ich freue mich, endlich zu treffen, Ricky. Du bist der Letzte, der die Ehre hat, mich kennenzulernen. Alles klar. Hey, Ricky, alles klar? Was gibt's Neues? Ricky, du hast gehört, Roland und Tipsy haben sich fürchterlich gestritten. Was? Warum ist eigentlich egal? Ich hasse es einfach, wenn Freunde sich nicht mehr verstehen. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schade. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Ich könnte fast weinen. Ich könnte deswegen fast weinen. Guck mal hier oben hin. Was geht bei dir denn so ab? Du bist tipsy, alles klar. Wer wohnt hier? Roland. Okay, alles klar. Dann müssten wir eigentlich... Jetzt habe ich, glaube ich, mit allen einmal gesprochen. Ich glaube, jetzt müssen wir die Sauberkeitsverordnung... Also allgemein die Verordnungen geschehen lassen. Dann... Okay. Hallo, Herr Bürgermeister. Kann ich dir behilflich sein? Ja, meine Genehmigung. Das wissen wir jetzt in Englisch. Das ist schon einfach. Was? Oh, noch nicht? Was war das jetzt gerade? Nochmal, wie viel Prozent habe ich? Ja, weißt du was? Auf jeden Fall habe ich zu wenig. Das habe ich jetzt auf jeden Fall gerade gesehen. Puh. Puiuiui. Ist hier noch Unkraut irgendwo? Ich könnte Unkraut zupfen. Ja, ich habe doch Unkraut gezupft. Wir haben noch nirgends mit dem Unkraut. Ich kaufe vielleicht einfach Blumen und setze hier irgendwo welche hin. Gut, dann werden wir Unkraut noch sehen. Irgendwo hin.
Was geht ab? Wolltest du mit dir nochmal reden? Ja, meine wirklich, dass das Wetter so schön ist. Wolltest du mit irgendwas Bestimmtes mit mir sprechen? Plaudern wir ein bisschen. Oh weh, ich habe mir ja heute das schwarze Brett noch gar nicht angeschaut. Du etwa, Ricky, warst du schon am Bahnhof und hast einen Blick aufs schwarze Brett geworfen? Natürlich. Wundert mich gar nicht. Naja, ich werde mir wohl später ansehen müssen. Was man dort lesen kann, was es im Ort Neues gibt oder selbst Notizen lassen. Ist mir aufgefallen, dass immer ein Vogel auf dem Brett sitzt, wenn es Neuigkeiten gibt. Verrückt, oder? Der Vogel muss sich voll sehr für Main City interessieren. Ach so, wenn der Vogel sitzt, gibt's was Neues. Okay, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Lernt ja nie aus. Oha. Du gehörst mir. Verarsch mich nicht. Danke. Eine Honigbiene. Jetzt. Ja, trag den Fang ein. Sehr gut. Okay, alles klar. War dir noch alles okay? Lass uns reden. Wenn du etwas Tolles siehst, kannst du dir noch ein Foto davon schießen. Geht total einfach. Du musst gleichzeitig L und R drücken. Mach Klick. Ich habe schon dir ein Album voller Fotos von Massen. Ich habe schon ein dickes Album voller Fotos von Freunden, die Massen schneiden. Ole. Eine Vorsammlung kannst du mit einer 3DS anschauen. Nimm's einfach mal drauf los. Okay, werde ich einfach mal machen. Mal schauen. Mit dir alles okay? Auch einmal der Gegend, Ricky, du kommst viel rum, muss ich sagen. Was etwas Bestimmtes, plaudern wir. Ricky, ich möchte dich ungern belehren, aber ich habe dich äußerst wichtige Anliegen. Also spitz bitte die Öhrchen. Du musst immer abspeichern, bevor du aufhörst zu spielen. Wenn du das nicht tust, ist es so, als wäre der Tag nie geschehen. Wäre es nicht schrecklich, wenn verschenken würde, wäre es einfach nicht mehr da, einfach fort, verschwunden. Du willst also nicht abzuspeichern, dann wird alles gut. Wir sind also alle glücklich. Dazu drücke ich. Ja, okay, alles klar. Okay, gut, also ich muss wahrscheinlich mit einsprechen, damit sie mir überall die Tutorial-Sachen geben. Siehst munter aus, Ricky. Wolltest du jetzt. Eigentlich. Ich wollte mich mit dir unterhalten. Also gestern im Fernsehen habe ich total schräges Krabbelfieh in Tierdoku gesehen. Sah voll tough aus, dieser Prachthirschkäfer, der Chef des Unterholz quasi. Den muss ich mir unbedingt in der Nähe ansehen. Erstmal erwischen, pfui. Hey, Moment, du bist doch so ein Überflieger. Kannst du mir doch einen Prachthirschkäfer fangen? Klar, gar nicht. Cool. Mach doch sicher mit links. Täusch mich nicht. Maki, Maki. Nee, nee. Mach ich schon. Krieg ich schon hin. So, das heißt, wenn ich so einen Kirschkäfer sehe... Unbedingt sofort Bescheid sagen. Jolly, mit dem muss ich auch nochmal springen. Ah, Ricky, bist du immer noch unterwegs? Galopp, was liegt an? Lass uns mal quatschen. Weißt du was, ich habe nachgedacht und bin zum Ergebnis gekommen, dass ich vielleicht mal wieder jemanden mit mir nach Hause einladen könnte. Dich zum Beispiel. Also kommst du jetzt vorbei oder nicht? Sag schnell. Danke, aber nein, gerade schlecht. Nicht? Pa, du weißt ja gar nicht, was du verpasst. Sorry, Bro. Aber anscheinend habe ich dir Tutorial jetzt rum. Oh, da oben ist noch Unkraut. Alles weg damit. Unkraut muss... Hoffentlich bist du ein Hirschkäfer. Komm schon. Ein Erzikate. Okay, du bist kein Hirschkäfer. Aber du warst schon mal nah dran. Okay. Würde ich einfach mal sagen. Dann... Jetzt gucken wir, dass wir noch ein bisschen was sammeln, dass wir dann gleich was wir verkaufen können. Komm, dann reden wir einfach mit dir nochmal ganz kurz, ganz schnell. Hallo. Was heute irgendwas Spannendes? Wetter bedient sich für einen speziellen Mädchen, der gerade zu antrampelt. So, wolltest du irgendwas mit einem Bestimmten sprechen? Lass uns mal ein bisschen quatschen. Oh. Das kommt jetzt vielleicht etwas plötzlich, aber kann ich dich jetzt sofort mal daheim besuchen? Draußen ist es auch schön, aber drin ist bequem und da könnten wir genauso weiterreden. Was sagst du, Ricky? Ja gut, okay. Klar. Wirklich prima. Ich bin direkt hinter dir. Also los. Okay, alles klar, dann komm. Dann gehen wir jetzt bei mir in die Wohnung. Oder wird knickknack? Nee. Entschuldigung, natürlich nicht. Nein, alles klar. Alles gut. Aber da hinten war bestimmt so ein Hirschkäfer. Verdammt. Ah. Das hier ist meine Wohnung. Unaufgeräumt, aber schön. Ich hoffe, du warst nicht gerade beschäftigt, Trampel. Doch, war ich. Gucken, ist hier gerade irgendwas Interessantes? Man kaufen könnte? Nee. Jetzt warten wir einfach ab, bis sie hier fertig ist. Ich glaube, dann gibt es nämlich auch noch mal extra Punkte. Währenddessen können wir uns ja noch ein bisschen unterhalten. Ne? Du, von Mann zu Mann, du da vorne. Ja, ja gut, du bist vielleicht auch eine Frau, ich weiß es nicht genau. Ich weiß ja nicht, wer das gerade guckt. Ich war, hallo du, wie geht es dir denn so? Ja, genau, du da vom Bildschirm. Nee, nicht der da hinter dir.
Du da, genau du. Alles okay bei dir? Ja, schön. Das freut mich doch ein bisschen. Ich sitze hier und habe Ventilator an. Ich hoffe eigentlich, dass man den Ventilator nicht hört. Ich habe sogar zwei Ventilatoren an. Wenn man die hört, dann ist mir das egal, aber es ist warm. Gestern war es nicht so warm. Aber heute ist brutal schon wieder. Ah, deswegen habe ich natürlich hier Ventilatoren. Ne? So, ah, sie ist fertig. Wunderschön. Hihi, das hat richtig Spaß gemacht. Ich muss langsam wieder los. Vielen Dank, dass du die Zeit für mich genommen hast. Bis zum nächsten Mal. Du-du-du-dum. Sehr schön. Gut. Wunderbar. Ja, und wie gesagt, ich sitze jetzt hier mit meinem gebrochenen Arm und das juckt da unter und es ist so warm und scheiße alles. Und ich würde einfach mal sagen, das war's für diesen Part. Wir machen beim nächsten Mal weiter und bringen noch ein bisschen Geld weg und so weiter. Habe ich drei Parts aufgenommen davon. Wow. Naja, egal. Wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein, bis dahin. Tschüss, tschüss.